Formtief, Verletzungspech und die Bayern vor der Brust. Schalke 04 steht am zweiten Spieltag vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister vor einer Herkulesaufgabe. Die Königsblauen brauchen nach dem Pokal aus und der Niederlage in Hannover zum Bundesliga-Auftakt dringend ein Erfolgserlebnis. Doch aufgrund der Personalprobleme ist Trainer Jens Keller vor dem Topspiel gegen München dazu gezwungen, seine Defensive umzubauen und Kapitän Benedikt Höwedes auf die linke Seite zu ziehen. Es ist eine Option, gar keine Frage. Er hat bei der WM die 7 Spiele überzeugend gespielt. Und wenn wir auf der Seite oder da Probleme haben, dann ist er auch jemand, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Eine angespannte Personalsituation ist dem 43-Jährigen auf Schalke nicht mehr fremd. Umso größer ist das Vertrauen in seine Mannschaft, diese Probleme zu kompensieren. Ja, das ist ja das, was uns im letzten halben Jahr immer ausgezeichnet hat, dass wir solche Rückschläge immer wegstecken konnten, dass andere eingesprungen sind und ihre Leistung abgerufen haben. Wir haben die Problematik ja leider schon länger oder immer wieder. Und deshalb gehe ich da auch mit dem, ich habe vollstes Vertrauen in den Kader, den wir haben. Und deshalb gehe ich da auch mit dem guten Gefühl hin, auch wenn wir jetzt wieder den einen oder anderen Ausfall zu verkraften haben. Aber auch Bayern München hat vor dem Gastspiel in Gelsenkirchen mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Doch der Doublegewinner hat das Problem auf seine Weise gelöst und mit Mehdi Benatia vom AS Rom und Weltstar Xabi Alonso von Real Madrid zwei neue Spieler verpflichtet. Gegen Schalke werden beide bereits im Kader stehen. Trotz der Millionentransfers und der hervorragenden Statistik aus den vergangenen Duellen gegen Schalke erwarten die Bayern keinen Selbstläufer. Schalke hat trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr guten Spielern und wir haben es dann nie einfach und wollen dann natürlich hinfahren, um zu gewinnen, aber wollen uns in dieser Woche noch gut vorbereiten, sodass wir dann auch erfolgreich sind. Bayern will, Schalke aber muss gewinnen. Um gleich zu Saisonbeginn nicht noch tiefer in der Krise zu versinken, hilft den Königsblauen am Samstagabend nur ein Erfolgserlebnis.